Hallo und herzlich willkommen zu dem Videounterricht der Jugendfeuerwehr in Brücken. Heute das Thema Stromerzeuger. Ich möchte euch einmal kurz zeigen, wie man das Stromaggregat auf unserem Löschfahrzeug bedient und es einsetzt. Wichtig zu beachten, bei der Bedienung des Aggregates müssen wir natürlich die Dienstkleidung anhaben. Das Aggregat wird auch nur mindestens mit 2 Feuerwehrleuten aus dem Fahrzeug entnommen, da es einfach ein sehr hohes Gewicht hat. Wenn das Aggregat abgestellt ist, schließen wir als nächstes den Abgasschlauch ab, um die Abgase von uns wegzuleiten, um einfach die Giftstoffe nicht abzubekommen. Als nächstes wird der Benzinhahn auf die Stellung aufgedreht und der Hauptschalter unter der Klappe auf die Stellung angemacht. Nun wird die erhöhte Zumischung für den Kaltstart, der sogenannte Choke, aufgedreht. Wenn das geschehen ist, kann man ein Aggregat am Seilzugstarter anziehen und die Verbraucher anschließen. Hier dürfen maximal 100 Meter Kabel an dem Aggregat angeschlossen sein. Wenn das Benzin zu nahe geht, können wir auf die Stellung Reserve schalten, bevor wir nachtanken müssen. An dem Stromaggregat befinden sich, wie ihr hier seht, einmal ein Sicherungsfeld, dann 3 Steckdosen für 230 Volt, eine für 400 Volt und eine Anzeige mit Beleuchtung über den aktuellen Verbrauch. Wenn das Aggregat abgestellt werden soll, müssen zunächst alle Verbraucher einmal abgestöpselt werden. Dann wird die Klappe geöffnet und der Hauptschalter auf ausgestellt. Nun erfolgt alles in umgekehrter Reihenfolge. Das heißt, der Benzinhahn wird auf die Stellung ausgestellt und das Gerät wird wieder auf dem Fahrzeug verlastet. Vor dem Verlasten müssen wir nun aber nochmal nachschauen, ob Benzin eventuell nachgetankt werden muss. Achtet hierbei auf die Auswahl des richtigen Benzinkanisters.